Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Slide in TV. Ich weiß, ihr seid es nicht gewohnt, dass es so schnell hintereinander kommt, aber es ist ja dieses Mal auch ein besonderer Monat. Derby und Fertility so kurz hintereinander hatten wir noch nie. Wir hatten ein Derby-Spezial und jetzt gibt es dementsprechend das Fertility-Spezial. Die Jacke, die ich trage, ist von Nice Horse Fashion, unserem Klamottensponsor für Slide in TV oder Kleidungssponsor. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Sie hält gut warm. Ich glaube, man sieht es ein bisschen, meine Haare sind überall. Es ist kalt, es ist windig. Ich halte es trotzdem super aus hier. Ich will gar nicht länger reden. Wir haben jetzt als erstes für euch die schönsten Impressionen und die herzlichsten Momente aus Kreuz. Natürlich wollen wir unsere Reiter immer reiten sehen, aber wir wollen auch immer hören, was sie danach zu sagen haben. Deswegen haben wir unsere Sponsorenwand unten aufgebaut und schnappen uns die Reiter nach ihren Ritten. Wir haben, wie immer, für euch mit den Champions gesprochen. Congratulations, you had three amazing runs today and you just won the Breeders' Futurity Level 4. What does it mean to you? It means a lot because it's the first time that I win here. In 2015 or 16, I was a reserve with Bernard Funk and Rudy Kronsteiner. And normally the shows here, they are not good for me. I mean, I don't have good luck here. I don't know why. But this time, Jesus Christ, look at me. This time, everything worked out perfectly. And a score of 225, it's amazing. That's incredible with a four-year-old. Did you expect it to be this great? I mean, I know he can do it, but after the first go was not good like I want, so I lose a little bit of confidence. But then last night I feel him very, very good, so I say, okay, I will try hard, and everything was perfect. Yeah.
He was perfect. He was the best tonight. Yeah, he was. And when you got your first high score of 221, afterwards, did you even think of, okay, I could do better than this? Yes. When I get the 221, I was sure that was not enough. But I know that he can do better than that show. So yes, I was confident. Great. Thank you so much. Congratulations. This is your night. Thank you. Thanks. Thanks a lot. Bye. Congratulations to 18.5. You just won the whole non-pro British fraternity. How do you feel? I'm so happy, and yes, I'm just happy and so thankful. How did she do? She ran really, really good. He is a great horse, but she ran really good. I'm very happy for Abode and good. You did an amazing job. It was so nice to watch. Did you expect to be that much better than in the go-round? No, because it's such a short time that I ride him, but I love him. He's my one in a million. Thank you so much. Congratulations. You really deserve it. Also for the organization and the big show. We loved staying here. Thank you. We like to hear that. Thank you so much. Bye. Have a good time. Thank you. 220,5, neue Führung Level 3, ein Wahnsinnsscore, Megaritt. Wie geht's dir danach? Ja, ich bin natürlich ganz stolz darauf. Ich hatte dieses Jahr mit dem Pferd ein bisschen Pech gehabt und dementsprechend hier auf der Futur ein schönes Jahresende, Abschluss zu haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Besitzern von dem Pferd bedanken, bei der Familie Stoiber, dass sie mich das Pferd reiten lassen. Und es hat riesig Spaß gemacht und ich bin ganz stolz darauf, dass es so gut geklappt hat. Das kannst du auch auf jeden Fall sein. Du warst schon letztes Jahr wahnsinnig erfolgreich hier auf der Breeders' Futurity mit genau diesem Pferd, oder? Ja. Ja, ich habe letztes Jahr hier auch Level 3 gewonnen. Und jetzt führe ich gerade Level 3 und bin da natürlich mega happy mit. Ich weiß nicht, ob man das zeigen kann. Doch, das ist wunderbar. Das ist ganz herzlichen Dank. Es ist schön, dass du dich so freust. Absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch und lass dich feiern. Vielen Dank. Congratulations, you've just won level 2 of the Breeders' Futurity. Yeah. How do you feel after your run? I have no words. I had no words before after the go round. Then I really don't know what to say. I just have to say thank you for everything, for Davide Briganti, that is from one day that helped me every day, every single day, trust me and everything. And then the owner, Ike Stenbart, that helped me, that trust me from this year, and then I'm really, really happy. You made this horse the walls just go, okay, no problem. You made this horse two-time Breeders' Futurity champion. How amazing is that? It's a dream. To me, it's a dream, and I always dream that things, and then I'm not able to say what I'm feeling now. You're definitely out of words. It doesn't matter. Congratulations, you did amazing, and thank you for your time. Thank you so much. Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade Breeders' Futurity Level 1 Open gewonnen. Wie geht's dir? Absolut mega geil. Das ist richtig, richtig cool. Ich bin mega stolz auf die Stute und überglücklich, kann nicht mehr sagen. Das ist alles, was gerade durch den Kopf geht. Das kannst du auch auf jeden Fall sein. Es war nicht ganz der Score vom Go-Round, aber trotzdem unglaublich gut. War sie einfach müde jetzt schon ein bisschen? Ja, ein bisschen. Das war schon viel. Wir haben viel trainiert. Und es war relativ schwierig zu managen, wie viel Energie sie noch übrig hat, aber sie hat alles gegeben, war nicht mehr ganz so spritzig, aber trotzdem, ich bin überglücklich und das reicht mir vollkommen aus. Das sei dir auch wirklich gegönnt. Ganz herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch, 211,5, du hast auch gerade die Youth Futurity gewonnen. Wie geht's dir? Super, also ich habe echt gar nicht damit gerechnet, weil ich hatte ein paar Schwierigkeiten die Woche mit ihr und hat mich ein bisschen verkauft, aber jetzt bin ich mega happy, dass es doch so funktioniert hat. Ihr habt euch deutlich zum Vorlauf gesteigert und führt gerade Level 1 und 3 mit einem ordentlichen Score an. Hast du damit gerechnet, wenn du sagst, ihr hattet Probleme? Nee, gar nicht. Ich dachte irgendwie, es geht alles schief. Ja. Dafür ist es sehr gut gelaufen. Ja. Ganz herzlichen Glückwunsch und lass dich ein bisschen feiern. Dankeschön. Congratulations, 222. There's a great chance that you just won the Breeders' Futurity. How do you feel? Fucking awesome. And let's be honest, I'm really, really, really happy. He showed great. I had two other horses, some bubbles with the other ones. I'm just so happy that this one, everything worked out how I planned on it. Yeah,
You had a really great run. Just celebrate tonight and congratulations so much. Thank you very much. Then we cross the finger. Grisha, wish him good luck. And anyway, I'm super happy. Great. That's so great to hear. Thank you. Herzlichen Glückwunsch. Zwei Wahnsinnsritte, zwei Highscores und aktuell Doppelführung in Level 3, also 1 und 2, also Platz 1 und 2 mit beiden Pferden. Geht's besser? Das ist mega, das wusste ich gar nicht. Sehr cool. Hammer. Also absolute Führung mit deiner 220,5 führst du auch quasi Level 4 an, mehr oder weniger. Du hast dich mit beiden Pferden gesteigert. Wie geht's dir damit? Ja, mega, mega. Das sind dreijährige Pferde. Wenn man da immer mehr und mehr von denen bekommt, ist der Hammer. Und gerade wenn an so einem Abend wie heute, wo du alles auf eine Karte setzt und die dann auch voll für dich funktionieren und mitarbeiten, das ist mega. Sehr cool. Hast du schon in der Abreitehalle gemerkt, dass du sie heute laufen lassen kannst? Ja, habe ich. Ich habe bei beiden Pferden gemerkt, dass sie stark sind, dass sie offen sind, dass sie vorwärts gehen und dass sie voll zuhören. Ich habe keine Diskussion mit den Pferden gehabt, die haben wirklich gut gearbeitet heute, von Anfang an. Das hat man auch gesehen, ihr wart zwei tolle Duos. Ganz herzlichen Glückwunsch zu der tollen Leistung und Dankeschön. Dankeschön. 219,5, ein wahnsinnig guter Ritt und der Champion-Titel Level 2. Wie geht's dir gerade? Ich bin super glücklich. Ja, was soll ich noch sagen? Also es hat alles gut funktioniert, das Pferd war super, es hat alles gepasst, perfekt. Dann ist es auch gerade klar, dass deine Co-Trainerin Level 1 gewonnen hat. Ja. Das heißt, ihr habt schon zwei Level für euch entschieden. Ja. Unfassbar gut. Ja, das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es hat alles super funktioniert. Wir haben super gut zusammengearbeitet, alle Pferde, alle Mitarbeiter. Es war optimal diesmal. Ja. Ihr habt auch wirklich tolle Leistungen gezeigt. Ganz herzlichen Glückwunsch und das ist euer Abend. Dankeschön. 216, neuer Highscore, Unführung Level 1 und 2. Du hast dich wahnsinnig gesteigert zum Vorlauf. Ja. Du kannst nur zufrieden sein, oder? Ja, ich bin sehr zufrieden. Das ist echt unbeschreiblich. Ich freue mich. Was hast du gemacht, dass ihr so viel besser geworden seid zusammen? Keine Ahnung. Nee, ich wusste immer schon, dass das Pferd echt sehr, sehr gut ist. Und ich habe alles versucht. Du hast noch einen, der war im Vorlauf, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser als ihr jetzt. Was sind die Erwartungen? Ja, das Gleiche zu machen. Mal gucken, ne? Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Ganz herzlichen Glückwunsch, toller Ritt. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dein Score ist gerade noch auf Hold. Es war ein sehr starker Ritt. Wie fühlst du dich? Was für ein Gefühl hast du für den Score? Ah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es war super. Das Pferd hat super zugehört. Ich bin einfach nur müde. Er ist müde und wir sind froh, wenn das alles vorbei ist. Es ist ja fast geschafft. Eine kommt noch. Es könnte die Führung Level 4 sein. Mir ist egal, was passiert. Ich bin happy mit dem Pferd und wir schauen weiter nach vorne nach Italien und da will ich gut sein. Super, dann drücken wir dir da ganz, ganz fest die Daumen für und danke schön für deine Zeit. Super, danke vielmals. Congratulations, you just won Level 2 and 3, maybe even 4 of the Breeders' Fraternity Non-Pro. How do you feel? Happy. I'm really, really relieved. My horses were both actually really nice and I had a lot of fun, so yeah. You improved with both your horses. How did you do that? I don't know. I just showed a little bit harder than the go-round, I think. Yeah. You did really, really great. Congratulations and thank you so much. Thank you so much. Herzlichen Glückwunsch, 212,5, Führung Level 1, 2 und 3. Wie geht's dir? Super, richtig super. Hättest du nach dem Vorlauf gedacht, dass es jetzt so gut läuft? Nee, keine Ahnung, aber ich war nicht nervös oder so, sondern bin einfach geritten. Und mit diesen Fans war es echt gut. Du wurdest ordentlich bejubelt. Und es ist auch eigene Nachtzucht von dir, ja, kann genau. Das sein? Ja, genau. Komm, wir das schneiden? Ja. Unser Hengst ist der Eimer Rough Boy und das ist ein Dreijähriger daraus und richtig cool. Richtig cool. Super, ganz herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für deine Zeit. Danke. Congratulations, you've just become one of the few European million-dollar riders. How does that feel? That is super feeling. I'm very happy. You know, hard work pays off. That's what the million-dollar means to me, you know. I've been working hard. I always try to be straight and correct and professional, and I think that the million dollar for the hour for Europeans
is so hard to achieve. And so means that I'm working good and I'm very happy about this. It's definitely a great success. You've showed in thousands of shows, I believe. Do you have one that stayed in your mind particularly? For sure, when I won the Futurity, the Italian Futurity, that was one of the shows that I still bring in my heart. I was first and second in the same show, and I believe that that was the most emotional show for me. What's your next goal? 2 million for sure. We wish you the best of luck with that, and thank you so much for your time. Thank you very much. Doch, wir haben dieses Mal nicht nur mit einem Open-Reiter gesprochen, sondern auch mit einem Non-Pro. Und zwar einer ganz besonderen, ihr kennt sie alle. Sie war schon Breeders' Derby Championess hier in Kreuth, Ulrike Krüger. Guten Morgen, liebe Uli. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Kannst du dich für die, die dich nicht kennen, einmal kurz vorstellen, bitte? Ja, also ich bin die Uli Krüger und ich bin in Deutschland geboren. Und wir wohnen aber jetzt schon seit 2007 in Österreich und seit 2018 sind wir zu Hause am Hammerhof. Und es ist ein ganz toller Trainingsort für Pferd und Reiter. Und an dieser Stelle herzliche Grüße an die Daheimgebliebenen und ein riesiges Dankeschön einfach an Wolfgang und Nadja dafür, dass sie so tolle Bedingungen dort schaffen und man sich dort einfach wohlfühlen kann. Und wir freuen uns schon sehr, wenn wir auch wieder zu Hause sind. Du hast hier dein Futurity-Pferd, einen Finalisten-Futurity-Pferd dabei. Kannst du sie ganz kurz einmal vorstellen? Ja, das ist die Sissi, das ist SL Steppin' on Wild. Die wurde von der Sandra Lenig-Föhr gezüchtet und ganz tolle Züchterin aus Deutschland. Und sie ist von Steppin' on Sparks aus der Wild Sister. Wenn jemand Reining nicht kennen würde, wie würdest du dieser Person den Sport erklären? Es ist eine Western-Dressur, die sehr viel Zeit und sehr viel Geld kostet, aber die es absolut wert ist und die unglaublich faszinierend ist und für mich ist es der beste Sport der Welt. Das ist schön zu hören. Ja. Wie bist du denn selbst zu Reining gekommen? Eigentlich durch meinen Schatz. Also der ist schuld, der hat mich infiziert damit, haben wir angefangen, 2004 war das. Ja, und seitdem halt immer wieder weiterentwickelt und seitdem sind wir dabei. Du bist ja schon, also wie du gerade gesagt hast, seit 2004 dabei. Hast du eine grobe Vorstellung, wie viele Turniere du seitdem gegangen bist? Naja, so richtig Turnier haben wir eigentlich erst 2007 angefangen. Also wenn man so diese ganze Rookie-Zeit mitrechnet, im Jahr geht man vielleicht, also so als normaler Non-Pro, sage ich mal, 5 Turniere vielleicht mit einer Schooling schon noch dazu, sind es vielleicht hochgerechnet um die 65. Aber da kommen verletzungsbedingte Pausen vielleicht nochmal mit dazu oder dass man vielleicht auch mal nicht so viel Zeit hat, das wächst der Arbeit. Aber wahrscheinlich so um die Drehe. Das ist schon ordentlich. Ja, das ist schon ordentlich, aber vielleicht, es gibt sicherlich auch welche, die machen noch mehr. Genug kann es ja nie sein, man lernt ja schon nur vom Schon. Deshalb. Was war denn für dich dein größter Erfolg, also für dich persönlich? Größter Erfolg kann ich gar nicht sagen. Es gab so viele emotionale Showmomente. Da gehört vielleicht dazu das italienische Derby 2013, das haben wir damals mit dem Peanut geritten. Und dann mit der Cacina Creek, die ist jetzt eine tolle Zuchtstute bei der Jule Rossner, die Maturity in Österreich 2014. Dann natürlich mit der Jess 2018 Euro Derby und 2019 deutsches Derby. Aber auch letztes Jahr, wo wir sie dann verabschiedet haben, war auch ein ganz toller Moment für uns. Aber prinzipiell ist eigentlich jedes Finale für mich ein Riesenerfolg, weil wenn du ein Showpferd hast, mit dem du es probierst und eine Chance, dann freue ich mich einfach immer riesig, wenn wir es schaffen, dass wir dabei sind, weil das Starterfeld jedes Mal einfach gut ist und da ja, freue ich mich einfach riesig, wenn wir es ins Finale schaffen. Wie setzt du dir deine sportlichen Ziele, beziehungsweise was sind so deine nächsten sportlichen Ziele? Ja, mal morgen das Finale gut reiten. Das ist mal das Erste. Und dann habe ich eine 2-jährige Halbschwester zur Jess zu Hause. Und die hoffe ich, dass ich die jetzt dann gut vorbereiten kann auf ihre Showkarriere. Machst du das selbst? Ja, hauptsächlich selber. Ich versuche immer viel zu lernen. Auf der Show coacht mich der Bernard. Und das macht er schon seit 2013. Aber so prinzipiell zu Hause mache ich viel selber. Wir haben jetzt zu Hause den Fabi am Hammerhof. Das ist ein junger Trainer, aber sehr ambitioniert. Und mit dem habe ich jetzt auch schon ein paar mehr Stunden gemacht. Und das macht er auch ganz toll. Macht Urspaß mit ihm und da hat er auch gute Tipps. Und ja, so
arbeiten wir uns von einem Tag zum nächsten. Würdest du sagen, dass du ein reiterliches Vorbild hast? Ja, also seit 2013 coacht mich der Bernard auf der Show. Und von dem habe ich einfach urviel gelernt, was einerseits die Manöver angeht, aber nicht nur das, sondern einfach auch so dieses ganze mentale Know-how, an dem wir immer noch arbeiten. aber Bernard definitiv ein ganz großes Vorbild für mich. Und generell bin ich aber sehr weltoffen. Also ich denke, es gibt sehr, sehr viele gute Trainer, die einen breiten Erfahrungsschatz haben, von denen man profitieren kann mit dem einen oder anderen Tipp, der für einen selber passt oder in dem Moment halt auch fürs Pferd gut ist, wenn man da ein bisschen guckt oder mal einen Kurs macht oder einfach sich informiert oder viel zuschaut, auch mit den Augen klaut, sage ich immer, dann kann man sich da auch ganz, ganz viel mitnehmen, glaube ich. Du hast gerade schon erwähnt, dass du ganz besondere Turniererlebnisse hast. Hast du auch eine besonders schöne Erinnerung abseits vom Turnier mit deinen Pferden? Ja, jeden Tag, an dem sie mich gesund aus der Box angucken und man nicht einen Tierarzt rufen muss oder einfach prinzipiell die Arbeit mit denen jeden Tag, das Training. Da gibt es so viele tolle Momente. Ich habe da ein schönes Video von der Jess gemacht letztes Jahr zur Verabschiedung. Das, glaube ich, umschreibt das ganz gut. Aber ja, es ist eigentlich jeder Tag ein toller Tag, den man mit ihnen verbringen darf und wo man den Fortschritt sieht. Wie viel Zeit verbringst du denn zu Hause so ungefähr im Stall? Zu viel. Zu viel. Aber ja, jeden Tag. Also wenn du zu Hause bist, bist du im Stall. Also natürlich kommen noch andere Sachen dazu, aber da geht schon viel Zeit drauf. Aber ich genieße das. Kannst du bitte den folgenden Satz vervollständigen? Reining ist meine Leidenschaft, weil... Was würden wir sonst machen? Was würden wir sonst machen? Also ja, mir fällt jetzt nicht so viel Besseres ein. Dankeschön für deine Zeit und für das nette Gespräch. Ja, dankeschön und ich danke euch und dankeschön auch für die tolle Organisation, die ihr hier macht und für die wunderbare Arbeit. Es ist jedes Mal schön, wenn wir hier sind. Das war's mit dieser Ausgabe Slide in TV. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Kommentiert gerne, schreibt uns gerne, was ihr sehen wollt, was ihr nicht mehr sehen wollt. Wir lesen alle eure Nachrichten und freuen uns wirklich über jedes Feedback, vor allem über die positiven. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis dahin.